Willkommen zurück zu einem neuen Zwischen-Let's Play. Ja, vielleicht habt ihr schon gehört, der 14.8. Ja, der letzte Tag meiner Sommerzeit. Ne? Also das geht zu Ende und die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder in Brandenburg haben schon ein bisschen Ferien. In Niedersachsen jetzt schon so 2 Wochen. Nordrhein-Westfalen hat schon seit einer Woche schon Schule. Dann Brandenburg in einer noch eine Woche. Und Rheinland-Pfalz hat so in 3 Wochen Schule. Ne? Also es ist der letzte Tag und eigentlich möchte ich in die Vergangenheit ziehen und dann in dieses Video kommen. Also dieses Video, die ich schon hochgeladen habe. Und ja. Kann man jetzt nichts machen, wir machen jetzt ein neues Zwischenletzfeld damit, mit Metroid Many, das ist ein neues Event. Ne? Also da kann man wieder Geisterpunkte sammeln und bis morgen ist es weg. Da machen wir schon ein paar Stück, ne? Wir machen direkt mal auf den Legenden oder, ne, machen wir erstmal den ersten. Ich spiele jetzt mal wieder mit dem Pro Controller. Und ich muss jetzt nicht wirklich mit Roy spielen, sondern auch noch mit Captain Falcon. Ja, ich spiele jetzt eigentlich, weil ich mit Pokémon nicht so oft gespielt habe, muss mich daran gewöhnen. Ja, so soll es aussehen. Und wenn euch es gefällt, liked euch das Video, abonniert auf dem Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Ja, nicht so einfach, finde ich mal. Ja, mit Pro Controller muss ich ein bisschen üben, ey. Aber trotzdem geschafft. Puh, ey. Also mit dem Pro Controller. Ich bin eigentlich wirklich der Fan davon. Ich muss ein bisschen aufpassen. Und dass ich mit dem 9er CPU noch schaffen werde, keine Ahnung. Also extra Punkte bekommen wir jetzt mal auch, ne? Okay, jetzt kommt ein Legenden. Dann machen wir nochmal Siegfried, ne? Also wir haben sehr viele Legenden. Und wo ist Siegfried? Oh, schön, mit wem kann man? Ne, ja, das ist ein bisschen zu schwach. Ach, da ist der. Oh. Aber Waffenangriff finde ich auch nicht so gut, dann machen wir lieber mit Chrome. Wenn ich irgendwie zum Wettkampf wäre, dann wäre es ein bisschen schwierig. Also nicht schwierig, also nicht einfach. Also, dass ich jetzt mit einem Pro-Controller spiele. Aber das mit dem Griffangriff kann man nicht eben blocken, ne? Alter! Ich glaube, mit den Joy-Cons wäre ich viel besser, ey. Ja! Der ist lost geworden und ist nicht runtergegangen. Das ist gut. Ja, dass ich treffe, ist jetzt scheißegal. Dann, ich hab dir die alle schon. Ich wollte nur die Events zeigen. Aber ich finde schon ziemlich komisch, ne? Weil der rechte Stick ist weiter unten und damals war es schon ein bisschen weiter weg. Und beim Pro Controller ist ein bisschen zu nah. Das ist ein bisschen ungewöhnt.
Ja, wir haben 15, ja, deswegen. 15.000. Mangel Schwächere, ne? Ne, ist zu stark. Ja, ich muss mal gucken, welches am besten ist. Na gut, da brauche ich Feuer. Und dann smash ich das mal richtig rein. Mal gucken, wie ich es mit Com 8 wie auch Com 9 schaffen soll. Jetzt stirb doch mal. Ja. Richtig geknallt vorhin, aber nicht schlimm. Außerdem gab es auch noch gute Nachrichten über die Japan-Reise. Also für die Japan-Reise jetzt nicht wirklich, da gab es jetzt keine neuen Informationen, aber die Inzidenz hört sich eine gute Nachricht an. Und zwar schon seit dem 12. August oder so, da fangen die Zahlen an, also die 7-Tage-Inzidenz zu sinken. Und das höchste war 1210. Jetzt am ersten Tag, ich glaube schon 13, oder nee, am 12. ging es schon auf 1158 und dann später ist es auf 30 gesunken. Ich glaube aktuell auf 1122. Ich gucke mir auch gleich mal wieder an. Also es ist jetzt wieder auf 3 Stück, ich glaube auf 30 Inzidenzen gesunken. Junge! Und dann sterb ich noch, ey. Ja, ist nicht schlimm. Eigentlich bin ich auch nicht dabei. Pro Controller, ich werde später wechseln. Ich will Controller später wechseln. Ich muss Pro Controller ein bisschen gewöhnen. Okay, ich schaue mal auf die Inzidenzen. Also ihr könnt es auch mal anschauen, 5 Tage Inzidenz Japan. Also am 13. August ist es schon auf 1158,1 und aktuell haben wir 1122,8. Also nur auf 3 Inzidenzen gesunken. Okay, dann machen wir weiter mit klassisch machen wir am Ende. Wir machen mal Squad Smash, um einzukommen. Aber ja, ich muss mal gucken, wie gut ich mit dem Pro-Controller kommen kann. Denn das 7er, jo. Dann mache ich mal. Ja, Ganondorf muss ein bisschen üben, aber dann geht das schon. Ich teste es mal alles mal. Mit meiner Leiste mit Pro-Controller. Mit Joy-Cons wäre es kein Problem gewesen.
bisschen schwieriger. Oh, fick deine Mutter. Ja, ich habe ihn umgebracht. Junge! Aber das ist jetzt meiner. Ah, schwierig. Es dauert ein paar Wochen. Es dauert so ein paar Tage, dann habe ich das eigentlich drauf. Was, ein Hammer? Okay. Wieso mache ich meine Fähigkeit nicht an, ey? Gut gekontert. Scheiße! Nein, andersrum. Na gut, den kriegst du noch wieder auf die Fresse. Oh! Okay, danke. Ja, weißt du was, ich wechsle lieber. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich wechsle. Nicht schlimm. Ja, da habe ich bessere Kontrolle. Smash. Ja, ich hole mal, mach mal. Ich werde mal versuchen, auf 9er CPU zu knacken. Das hier jetzt auf 9. Und das hier ebenfalls aufs 9. Werde ich das schaffen? Also ich habe das schon seit vor 3 Tagen das gemacht. Chrome gegen Roy. Und das habe ich auch im Video noch wieder eine Wiederholung gemacht. Ike und Wii Fit Trainer. Aber nicht. Ich komme gleich wieder. So, jetzt kann es jetzt klappen. Ich habe immer mit Handicapped gedrückt. Das kann ich auch mal. Oh, ey. Gut gemacht, Ike. Perfekt, ne? Mit 9ern. Nein, das... Junge! Scheiß Frau. LOL? Ja, ich drück immer den scheiß falschen Knopf. Ich drück immer auf Griffangriffe, ey. Oh, dieses scheiß Schild kommt zu langsam. Viel langsamer als die anderen. Ey. Ja, ich drück einen Knopf andersrum, ey. Ich glaub, Ike wird's schaffen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie ich das schaffe. Ach komm, jetzt stirb jetzt. Hallo? Hallo? Du musst nach Hause gehen. Weg mit deinem Scheiß.
wie er nicht aufgibt, ey, wie er nicht aufgibt. So, jetzt geht's aber. Komm, die drehen alle durch, diese scheiß neuen CPUs, ey. Die gehen immer auf mich. Junge, hör auf mich zu gehen, du Scheißer! Nochmal. Wenn die immer auf mich attackieren, dann mache ich das nochmal. Es ist ein bisschen ungewohnt. Ich mache es nur komplett mit der Switch. Ich spiele nicht am Fernsehen nur. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt. Ich spiele nicht am Fernsehen. Und auch nicht mit Pro Controller, ey. So, zweiter Versuch. Wieso hab ich gesagt Korn 10? Geil! Oh, die beiden sind gestorben, krass! Die beiden sind gestorben. Okay, das ist ein Vorteil. Obwohl ich nur mit Handicap, nicht mit dem Fernsehen spiele. Oh, Alter! Hä? Hat es irgendwie. Hat meine Steuerung hier durcheinander gebracht? Ich mache keine Ausweichmanöver, deswegen sind die immer so gut, ne? Ich mache das einfach zu direkt. Oh, der hat gesessen, ey. Oh, wahrlich, ich wollte ihn greifen, ey. Alter! Der war knapp, ey, der wäre fast ein K.O. gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt schließen die jetzt alle auf mich, ne? Krass. Okay. Jetzt Super Smash. Auf! Warum ist die alles so still, ey? Ich sag das doch. Ich sage doch. Das habe ich geschafft. 900 CPU. Das dauert ein bisschen. Ich muss mich wieder mit meinem Controller und TV einfach mal gewöhnen. Ne? Weil ich spiele nicht mit TV. Komm. Krass. Als letztes wäre... klassisch. Das sind ja letzter Tag. Und ich kann mich schon auf dem letzten Mal erinnern, als meine Sommerferien zu Ende gingen. Also meine Ferien schon seit dem letzten Jahr war schon ab dem 2. August zu Ende. Oder am 1. August. Und am letzten Tag, als die Sonne unterging, stand ich draußen am Garten und stand einfach so erstaunt oder so, wie sagt man das?
Mir fällt der Name nicht ein. So enttäuschend oder so schockierend. Ne? Ich sah so schockierend, wie Joachim Löw, als er im Achtelfinale ausgeschieden ist. Und ja, da stand ich so für 10 Minuten da. Und als ich schlafen gegangen bin, überlege ich immer, was ich für schöne Zeiten im Sommerferien gemacht habe mit meinem Bruder. Und was ich für Arbeiten gemacht habe. Achso, ich spiele jetzt mit Donkey Kong, okay. Und ja, das habe ich alles in der Nacht gemacht. Das hat nur 20 Minuten gedauert. Und dann war es vorbei und habe geschlafen, ne? Junge! Also ich spiele jetzt nicht wirklich mit Donkey Kong, obwohl ich das geschafft habe. Aber das wollte ich dem, weil ich seinen Charakter nicht gehabt habe. Die Angriffe von Donkey Kong sind nicht schlecht, ne? BAM! Ja, jetzt klatscht er mich, ja? Komm! Das kann ich auch! Hier! Und dann bin ich schlafen gegangen, ne? Als ich überlegt habe, über meine schönen Zeiten im Sommer gehen. Und als der Tag beginnt, meinen ersten Schultag, bei meiner 8. Klasse mit meinem Vater und meinem Bruder zur Schule gegangen, denn mein Bruder musste auch wegfahren und nach Hause. Und da haben wir beide zusammen dahin zu meiner Schule gegangen. Dann bringt mein Vater meinen Bruder zum Bahnhof. Ne? So. Ja, ein super Tag, der auch noch dabei. Und als ich in der Schule rein war, da war es so ein bisschen komisch. Und ein paar Leute sind noch dabei. Und ich hoffe mal, das werde ich auch noch dann über Besprechung, über Stundenplan, Klassensprecherwahl und dann noch für die Klassenfahrt kommen. Ne? Dann in 2 Wochen so gleich eine Klassenfahrt machen. Ne? Nach Wismar, genau. Und BAM! Ja, bei Lukas hat man einen krassen Upsmash. Ich glaube, meine letzten Weihnachtsferien, als mein Geburtstagfeier zu Ende ging, da, oh, gut gemacht. Da kamen alle zu mir, als ich in der Klasse kam und haben mich gratuliert. Ne? Das waren so 5 Leute, also zum Geburtstag gratuliert. War eigentlich eine tolle Sache von denen. Ja, für die meisten Bundesländern haben die eine Woche Ferien, andere 2 Wochen wie in Niedersachsen. Und die anderen auch sogar 3 Wochen. Oh geil, da habe ich die besseren Karten, ey. Hohohoho, voll gewirbelt. Da staunst du, ne? Boah, schon 25. Ich mach den mal ohne.
noch gerettet. Weil ich finde seine Luftangriffe nicht so gut. Warte mal, es gibt hier noch sowas hier, oder? Ja, genau. Aber wenn die alle abblocken. Ah, ich muss hier weg. What? Ah ja, Scheiß. Wer hat mich umgebracht? Du, ne? Du kleiner Bastard, ey. Aber ich werde wieder in den Millionen wieder zurückkommen. Ja, vor allem, ich bin ja im hohen Bereich, ne? Das Problem ist, das ist ein bisschen zu langsam. Kann ich dich kaputt machen? Schon, aber ich bin mal weg. Okay, das letzte. Was war das denn? Wieso habe ich so viele? Oh Gott, ich habe zu viel Schaden. Ich hab das schon das Doppelte. Komm jetzt her. Oh, einen habe ich umgebracht. Yeah, ohne einen Kill, ey. Geschafft. Oh, 9,3. Danke. Das war unglaublich. Ja, Leute. Ich werde auch nochmal die weiteren Informationen noch sagen. Also, nächste Besprechung mit Namen XXXL am 20. wird es kommen. Und am 21. August wird es hochgeladen. Also war es ein toller Moment eigentlich, ne? Was den Livestream mit Dang über sowas zum Beispiel das Ultimate, die wir damals auch schon gemacht haben, das wird ab dem 15. September kommen bis zum 25. März. Also nur zum 15. September 2022 bis zum 25. März 2023. Wir hoffen mal, dass wir schon nach Japan reisen werden in Weihnachtsferien. Sternstuppen habe ich eher am 12. gesehen. Da habe ich so zwei kleine Streifen im Himmel gesehen. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt wirklich eine Sternstuppe ist. Da habe ich schon ein bisschen spät gesehen. Also den Schweif habe ich gesehen. Und da habe ich mal ein bisschen riskiert und habe es gewünscht. Ja, ich skippe es mal.
von Bandai Namco kommt. Bandai Namco ist das. Wow. Aber den habe ich doch schon. Den habe ich doch schon. Ja, aber den Schwertgeist habe ich doch schon. Ich will doch den Donkey Kong noch haben. Oder habe ich den schon? Okay. Und Donkey Kong als Rekord. Perfekt. Ja, Leute, ich werde mal schauen, wie ich morgen mit der Schulzeit aussehen wird. Die Leute. Die nächsten Ferienzeiten werden in 8 Wochen kommen. Also im Herbst 2022. Mitte Oktober wird es losgehen. Und ich habe nur 5 Wochen nur Schulzeit, denn in einer Woche habe ich ja Klassenfahrt und 2 Wochen Praktikum, also so 2 Wochen vor meinen Herbstferien. Das soll dann kommen. Und ich hoffe mal, ich werde dafür gut bestehen. Und angekommen mit Tassilo bin ich aber nicht so sicher. Ich hoffe mal, das werden wir in diesem Monat noch schaffen. Und wie es jetzt mit der Reise nach Japan noch hinkriegen werden, sowie auch noch die Challenges und so weiter, werde ich noch mal in kommenden Tagen und Wochen mal anschauen. Ne? Also wir sehen uns mal beim nächsten Journey-Video und mal gucken, wie sich im nächsten Schuljahr morgen aussieht. Dann ciao, Leute!